Wir spielen heute den neuen Brawler Larry und Laurie schon vor dem Update im 1 gegen 1 gegen eine ehemalige Pro-Spielerin. Und was dabei rausgekommen ist, ist absolut krass. Wird er der stärkste Brawler aller Zeiten? Creator Code? Jo Jonas. Let's go, wir starten rein mit dem ersten Battle, Larry gegen Shelly. Wir werden alle 76 Brawler durchspielen und die erste Frage ist natürlich direkt, was denkst du, wie oft du gewinnen wirst heute? Ach, das ist eine sehr gute Frage. Larry, Laurie, echt stark. Ich glaube, ich kann gewinnen, wenn du nicht so gut spielst, ansonsten wird es sehr schwierig für mich. Ja, so sehe ich es auch. Also hoffe ich mal, dass ich nicht so dass ich gut spielen werde natürlich, genau. Eigentlich würde ich immer anraten, spielt aggressiv gegen Thrower, aber wenn du halt deine Ulti hast, bringt mir das gar nichts. Zweiter Brawler ist Nita. Nita vielleicht? Na, wobei. Gegen Thrower immer aggressiv spielen, aber ich muss versuchen, deine Ulti nicht zu chargen. Ist halt sehr schwer. Ja. Ich hab dich. Oh, das ist das Ding. Der Brawler ist auch schon ohne diese Ulti, finde ich saukrass. Auf geht's. Gerade das Cold Skin als nächstes. Also, eigentlich geht's hier nur um Cold, aber ich will es hier nochmal ansprechen. Bei mir ist es in 4 Tagen soweit, weil bei euch ist es vielleicht sogar schon soweit oder zumindest bald. Am 24. Schaust du dir an. Alter, dass deine Schüsse 2-mal Schaden machen. Nächstes Game. Wir haben. Oh, jetzt den ersten Tank. Ohne die Ulti ist es schon total OP. Ohne Witz, ich finde schon, ohne die Ulti wäre so ziemlich der stärkste Brawler im Spiel. Sobald ich deine Ulti charge, hast du gewonnen. Auf geht's mit dem nächsten Brawler und zwar Brock. Und hier, vielleicht kannst du mich outrangen. So, ich habe auch eine kranke Range, hä? Ziemlich krasse Range eigentlich sogar. Ja, ja. Bin Two-Shot für dich. Du hittest mich einmal, ich bin auf 1400 Leben. Gesehen, sehr gut. Boah, Brock ist sogar ein bisschen eklig, sage ich ehrlich. Hast du gewusst, dass du jumpst? Nein, ich dachte, ich hatte, oh mein Gott, das hast du mich eventuell. Oh mein Gott, das war knapp. Oh, nicht also, wahr. Ihr seht, mit Range-Brawlern, also vor allem die Jumps, ne, können halt echt interessant werden. Zum Beispiel auch, also Edgar oder Kid, vor allem bin ich mal sehr gespannt drauf. Aber ich glaube, vor allem Edgar mit dem Damage dann. Das war's jetzt. Weiter geht's, wir haben El Primo gegen, wie heißt der Brawler nochmal? Larry nennen wir, Larry. Auf geht's. Und halt einmal die Ultias ist halt krass, ne. Ich muss halt irgendwie versuchen, noch ein bisschen zu predicten natürlich, wo du langlaufst. Jetzt habe ich dich doppelt getroffen. Jetzt ist gleich vorbei schon. So, und jetzt halt ist krass, ich halt den Schaden, ne. Oh, den Dash habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe schlecht gespielt, aber krass, ne? Du hast schlecht gespielt, aber ich habe trotzdem keine Chance. Du hast viel zu viel Schaden. Selbst ein Primo ist irgendwie 4-Shot. Ja, ja. Oh, Barley. Okay, also, ich weiß nicht. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendein anderer Werfer nur eine Chance gegen den haben soll, aber wir werden es sehen. Du machst ein bisschen mehr Schaden als ich. Wir haben gerade kurz nachgeschaut. 1680 gegen 1500. Wenn ich jetzt einmal die Ulti habe, ist eh vorbei. Jetzt. Ja. Jetzt habe ich die Ulti. Das war's komplett. Ja, ist jetzt halt witzig, ne? Schau es dir an. Das ist so dumm. Was macht der Bot? Ist halt eher die Frage. Ja, jetzt musst du halt in einen angreifen. Das ist halt so heftig. Kann ich hier einfach sowas machen? Ja, lol. Ja, lol. Nächster Brawler ist Poco. Also bitte gerade mal drauf hinweisen. Also heute ist es eigentlich wirklich, es ist unfassbar schwer, überhaupt einmal zu gewinnen. Also wenn ich verliere, muss ich eigentlich fast einen Fehler machen. Oder wir werden es sehen, ob es überhaupt irgendwie möglich ist, ihn überhaupt zu killen oder zu kontern mit Edgar. Also ich muss es eigentlich versuchen, dass du vor allem keinen Flash-Schaden hättest. Hä? Das ist krass. Damage Gear. Aber das ist keine Chance. Krass aber. Okay, nächster Brawler, nächster Gegner ist Rosa, also Tanks. Okay, natürlich, das ist die Büsche. Das kann natürlich wenigstens ein bisschen interessanter werden. Ich versuche dich einfach so ein bisschen von den Büschen wegzuhalten. Jetzt habe ich echt ein bisschen Schiss. So, jetzt. Jetzt ist es gerade. Jetzt kann es abgehen. So, zack. Mal das Gadget gedrückt. Das war so ein gutes Gadget. Nein, nein. Also wir sehen teilweise, wenn man dann gut dodgt, kann das schon was werden. Wow. Schade. Auf geht's. Nächster Brawler ist Jesse. Also, ich sag ehrlich, Jesse sollte normalerweise gar keine Chance haben. Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich glaube, Long-Range-Brawler sind besser gegen Larry. Habe ich auch das Gefühl, ehrlich gesagt. Also, Jesse ist besser als. Ich fühle mich gerade wohler als mit einem Bull zum Beispiel. Ja, es ist halt. Guck mal, ich werde es nicht an den Bot setzen. Na gut, ich habe jetzt noch einen Bot an. Es ist gefühlt irgendwie No-Skin. Wenn man es so nicht schafft, muss man gefühlt schummeln, ne? Guck mal jetzt hier. Das ist halt so krank, ne? Wie wir die Positionen noch tauschen. Das ist halt nochmal so heftig. Und ich kassiere nicht mehr den Schaden dann. Ja, dass der Bot deinen Schaden tankt, ist echt fies. Ja. Nächster Roller ist Dynamike. Ey, also tut mir echt leid für das Video jetzt schon mal ein bisschen. Ne? Also ihr müsst wirklich wissen, ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Also wenn du einmal gewinnst... Nein, meine einzige Hoffnung war, dich mit einem Stun zu treffen, aber ich komme nicht mal nicht ran. Rage auch noch. Mein neuer Merch ist übrigens nur noch wenige Tage bis Weihnachten verfügbar, also schaut gerne mal vorbei auf jojonas.shop oder bei den ersten Link in der Beschreibung. Zu jeder Bestellung gibt es eine von mir unterschriebene Autogrammkarte und die Chance, ein Video mit mir zusammen zu gewinnen. Danke für jeden Support. Okay, wir haben als nächsten Brawler Tick. Das Interessante ist, du kannst bei der Range mithalten, aber ich glaube, das ist das Problem. Ich habe zu viel Leben. Guck mal, das Leben. Ich habe 2400 Leben. 7700 Leben als Thrower. Ja. Das ist, eigentlich kann ich auch komplett den hier machen und so. Achso, so zählt das Geld. Hast du Grom?
Hat Grom weniger Leben oder mehr? Ich glaube, wir müssen sich mal testen. Ich weiß es nicht gar nicht, wer es hier meisten Leben hat. Jetzt healst du, okay. Hab ich dich? Ey, aber sogar. Ja, sogar wenn man ehrlich sogar ist. Sogar dein Reload ist schneller als meine. Ja. Vergleich mal 6800. Ich habe sogar 1000 Leben mehr als Grom. Krank. Okay, also. Hast du natürlich viel Leben, aber also ich brauche, denke ich, schon relativ. Dringend, aber du bist so langsam. Oh mein Gott, stimmt, ich kann dich ja übel easy hitten eigentlich. Du bist ja total langsam. Das ist natürlich jetzt nicht so geil, ne? Du bist ein bisschen auf Range vielleicht hältst, aber jetzt wird's halt eklig für dich. Schau's dir an. Ich muss eigentlich nicht mehr, ich glaube, ich muss nicht mehr den Bot. Es ist ja mega schwierig, nach unten zu spielen. Ich bin mir das so nicht gewohnt. Weiter geht es mit Rico. Oh, du hast Speed genommen, ich wusste es. Aber du musst fairerweise sagen, allgemein ist die. Allgemein ist die Map halt auch wirklich kacke für Rico, ne? Also ja. Okay, nächster Brawler ist Daryl. Also, ja, man denkt halt irgendwie, vielleicht könnte er spannend werden, aber bisher habe ich ja alles gewonnen und ich weiß nicht, also was will er halt machen, ist die Frage. Ich muss halt eigentlich wieder nur meinen Damage hier draufhauen. Klar, wenn du einmal die Rolle kriegst, ist interessant. Hier habe ich mich, glaube ich, ein bisschen hitten lassen. Wenn die Leute dann noch irgendwann kommentiert, so, jetzt haut er das wieder an. Genau, jetzt kriegst du das. Zack. Ulti. Oh! Ach, Mann, ey. Weiter geht's mit Penny. Also, Penny ist aktuell eh schlecht, oder was? Wie siehst du Penny aktuell? Nicht schlecht, sie ist sehr map-abhängig. Wie halt auch ein Rico. Ach so. Du brauchst eine gute Map. Ich kann nicht nach unten spielen. Ey. Du brauchst eine gute Map dafür und dann kann sie schon funktionieren. So Ring of Fire oder so. Ja. Oh, tschüss. Du hast einfach auch noch mehr Range als ich. Du bist ein Goer. Was ist das? Nächster Brawler ist Karl. Wir spielen es mal von links nach rechts, damit es ziemlich immer von oben nach unten geht. Das könntest du mich eventuell kriegen sogar. Also habe ich schon sehr schlecht gespielt, dass du jetzt hier eine Chance hast. Normalerweise solltest du keine Chance haben. Mal gehittet. Oh mein Gott. Ich meine, du bist immer noch ein Thrower, wenn ich genug nah an dich rankomme. Nein, es tankt dein Bot, tankt! No way! Tut mir leid, es war wirklich schlecht gespielt. Okay, was auch so mal sehr krass ist, ihr dürft nicht vergessen, die haben jetzt auch nur eine Chance, weil ich die Ulti nicht aufgeladen habe. In 3 Versus 3, wenn ich einmal die Ulti dann habe, dann ist sowieso, glaube ich, over. Schau's jetzt an. Jetzt wird's wieder schwierig. Das war schon schwierig von Anfang an. Was soll ich machen? Also der Bot macht auch so viel Schaden noch, hä? Nächster Brawler ist Gus. Gus wurde ja auch vor einiger Zeit ein bisschen verschlechtert. Ist aber eigentlich immer noch ein solider Brawler, aber ich weiß nicht, wie du da eine Chance haben sollst, wenn ich ehrlich bin. Vor allem, wenn ich mich halt in Elementen verstecke. Ich gehe vielleicht auch sogar einen Ticken zu offensiv. Eigentlich müsste ich ja eher passiv spielen, aber ja. Aber ich habe zu wenig Schaden und ich halt zweimal nicht gehittet. Oh, Bo! Wie findest du Bo? Da wurde doch um 20% Schaden verbessert. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Stimmt. Bo, richtig starker Brawler jetzt, aber ich habe ein bisschen weniger Range als du. Das könnte wieder ein Nachteil sein. Das ist so dumm. Du hast weniger Range, echt? Ich merk's. Ja. So, jetzt hier rein. So, zack. Und jetzt wird der Bot. Der macht auch noch so viel Schaden immer, ne? Hä? Dieser Bot ist auch ein Tankkiller. Der ist fast wie Griff eigentlich. Es ist nicht fair, Juli. Ich weiß. Ems ist einer dieser Midrange-Brawler, die absolut keine Chance gegen Larry haben werden. Schau's dir an. Da ist die Ulti. Jetzt kann ich hier den Bot hier einmal reinspielen. So, schau's dir an. Position. Okay, der Switch war mir extrem schlecht, wenn ich ehrlich bin, aber ist egal. Ich bin gebrochen. Tut mir leid. Tut's dir nicht. Stu-Nachtsmann. Also Stu. Ich finde das gerade übel geil. Der könnte doch sogar, denkst du? Vielleicht, wenn ich meine Ulti bekomme. Ja. Halt alle Brawler, die auch sonst gut gegen Thrower sind, vielleicht. Stimmt. Ich finde das schon ein bisschen fies. Du lädst mich hier auf ein Video ein, spielst du selbst einen Brawler, der absolut stark ist, sage ich mal. Broken ist jetzt ein Wort, das ich nicht in den Mund nehme, aber... Du bist einfach fies. Komm, jetzt. Du hast nicht mal die Ulti bekommen, hä? Das ist denn so dumm, wieso habe ich so eine Range, hä? Auf geht's, next battle ist gegen Piper. Mal schauen. Ich glaube, es wäre einfach schwieriger, deine Ulti zu bekommen, wenn du nicht am Anfang die Larry-Form hättest und nicht den Thrower. Alter. Das ist dumm. Das wäre halt auch immer krank, ja. Gegen Piper hättest du jetzt nur auf mich losrennen können und du hättest easy gewonnen, wenn du nicht auf Range geblieben wärst. Der nächste Brawler ist Pam. Munitionstor ist natürlich ein starkes Gadget, aber ja, was soll man sagen? Ich werde dich wahrscheinlich wieder besiegen, gehe ich mal von aus. Sekunde mal, du kannst echt vielleicht was machen. Ich glaube, du hast mich. No way. Du hast gewonnen! Let's go! Du hast es geschafft! Also, Pam ist tanky genug und hat Range. Ich glaube, Pam kann echt immer gewinnen, einfach weil ich den Munitionsklau habe. Das ist der einzige Grund. Nächster Brawler ist Frank. Frank natürlich als Tank aktuell ziemlich schlecht, ne? Also, ich glaube, dass er eine Chance haben wird, oder? Was denkst du? Ich habe auch wieder ein bisschen mehr Movement Speed. Vielleicht kann ich ein paar Schüssen dodgen. Nevermind, du hast bereits deine Ulti. Ah, ich hab vergessen, dass das Gadget existiert. Achso, ist ja kein Problem, stimmt ja. What? Aber ich kann halt nicht mal dodgen, während ich schieße. Also, Pam ist mein Baby, Frank, nee. Nächster Brawler ist Bibi. Mal schauen. Was denkst du erstmal? Wie viele Wins wirst du heute noch holen, jetzt, wo du den ersten hast? Zwei.
2? Mit Fang und Edgar. Ich sorg mal jetzt hier einfach wieder. Zack. Oh, ich hab leider irgendwie... Wie viel Schaden machst du? Hast du beides... Hast du mich mitgetroffen? Damage Gear. Und ja, wenn ich dich mittreffe, dann frisst dein Bot alle... Doppelten Schaden. Ja, ja, ein bisschen lost. Deswegen setz ich mal ein bisschen weiter auseinander dieses Mal. Zack. Oh, oh, oh. Nein. Let's go. Habe ich das gewonnen? Ja, du hast gewonnen. Hätte ich gewinnen müssen. Nächster Brawler ist B. Und ja, da nochmal die Frage, wieso haben Pam und, wie hieß der andere Brawler? Bibi gewonnen. Genau. Können wir hier mit der Expertin fragen. Ich glaube, Pam, einfach weil ich tanky genug bin, um an dich ranzukommen, dann dank dem Gadget. Das hat alles verändert. Jetzt wird wieder eklig. Und zack. Ja, das ist Mann, ey. Dieses Position-Switch ist halt wirklich so lächerlich, ne? Ich weiß es nicht. Nein, tank ja, noch der andere. Nächster Brawler ist Nani, die höchste Range im Spiel, sozusagen. Oder? Zusammen mit Mandy? Ich weiß gar nicht. Wer hat eine höhere Range eigentlich? Gute Frage. Ich glaube, Mandy, wenn du den Punkt am Ende von Nanis Schuss anschaust und nicht. Oh! Oh! Nein. Oh, du hast mich wieder. Wenn ich das jetzt noch verloren hätte, das hätte mich beleidigt. Die Range, aber gut, klar, wenn du mich auf Range triffst, logisch, ich hätte besser dodgen müssen, aber interessant. Aber immerhin kann er verlieren. Leute, das Battle, auf das wir gewartet haben, jetzt bin ich wirklich gespannt. Also, der muss gewinnen, oder? Denke ich, Edgar. Sofern du nicht deine Ulti hast, bevor ich sie habe, was ja eigentlich nicht stimmt, stimmt, ich muss das eigentlich versuchen, irgendwie dich zu hitten vor allem. Ich hab's. Oder? Oh! Okay. Oh mein Gott, hat gewonnen? Das kann nicht sein. Aber fairerweise, eigentlich sind wir beide gestorben, ne? Nächstes Battle ist Griff. Ihr müsst euch aber jetzt nochmal überlegen. Das hier ist jetzt nur ein 1 gegen 1, wo man direkt aufeinander läuft. Ihr müsst euch überlegen, wenn der einfach nur die Ult aufgeladen hat, den 3 gegen 3, dann kann ich ja meinen Bot wegwerfen und dann dieses Gadget drücken, um mich wegzuporten. Und dann hat auch Edgar keine Chance, obwohl er eigentlich ein Hardcounter sein sollte. So, jetzt machen wir den Play hier, den klassischen. Jetzt machen wir den Switch, der war extrem schlecht, egal. Wahnsinn. Das ist so rum. Wir haben jetzt hier Grommas Gegner natürlich damit, die beiden Werfer mit dem so ziemlich höchsten Leben, glaube ich. Aber ich habe nochmal 1200 Leben mehr. Perfekt. Als Grom rauskam, haben sich viele beschwert, das geht doch nicht, dass ein Thrower so viel Leben hat. Und jetzt bringen sie jemanden raus, der noch mehr Leben hat. Alter. Der noch mehr Leben hat und eine höhere Range hat und der noch einen Bot bekommt, der Fernkämpfer ist. Perfekt. Okay, nächstes Battle. Ich habe den Brawlers gar nicht gesehen. Oh, Bonnie. Ich kann gewinnen, wenn ich meine Ulti bekomme. Ansonsten sieht's ähnlich aus wie mit 8-Bit, glaube ich. Stimmt, du hast ja diese eklige Ulti. Die vergesse ich immer bei Bonnie. Ich chill halt bei diesem Kaktus, ne? Da sieht man es auch. Wieso haben wir diese Kakteen platziert? Damit es halt keine. Also, ihr müsst überlegen, selbst. Oh, oh, oh. So, auf einer offenen Map. Let's go. Hey, krass. Let's go. Das habe ich schlecht gespielt. Muss man wirklich nochmal sagen. Aber trotzdem, krass. Auf geht's. Nächster Brawler ist Gale. Boah. Also, das denn jetzt. Mit vielem ich gerechnet. Ich muss ja irgendwie an dich rankommen. Je, oh je. Was bist du überfasst? So. Nein! Wieso kriegst du jetzt deine Ulti? Ich kann nicht mehr. Ja, das Jump-Hit war eine Chance, aber ja auch nicht. Mann, nee. Okay, Colette ist eigentlich ein Tank-Counter, aber ich zähle ja eigentlich schon fast als Tank, oder? Wäre man eigentlich schon fast zu sehen, oder? War ja als Tank noch nicht ganz wahrscheinlich. Zack. Oh, ich dachte, der Gott würde es schon machen. Perfekt. Hab ich ein bisschen. Nein! Belle. Oh. Die Schüsse können halt abbouncen, theoretisch, für meinem Dings, ne? Das ist eine höhere Range als ich. Ey, scheinbar schon, ne? Hab ich dich einmal. Oh mein Gott, wenn ich dich einmal treffe, ist halt direkt krank. Das kann ich mich jetzt ein bisschen ransneaken. Das muss ich eigentlich nur in dieser Ecke drin halten, so ein bisschen. Oh! Also. Was sagst du? War schon schlecht, ne? Ich glaube, Long Range hat mehr Chance gegen Larry und Lori als jede andere Klasse von Brawlern. Nächster Brawler ist Ash. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich soll irgendwie so ein bisschen reinbaiten. Zack. Das ist krass. So, Super gibt's doch nicht. Habe ich sogar ein Problem eventuell. Nein! Oh, du machst es gut. Jetzt. Auch wegzulaufen. So, jetzt habe ich eine Idee. Schisse. Also, was ihr aufpassen müsst, der Flächenschaden zählt dann auch wirklich doppelt. Ne? Das heißt, jetzt wirklich lieber so spielen. Ja, so muss ich spielen. Ich darf den Flächenschaden. Bei den Flächenschaden habe ich einen Fehler gemacht, dass beide getroffen wurden. Da kriegt der Bot auch doppelten Schaden. Nächster Brawler ist Lola. Lola ist so eine ähnliche Kategorie wie Ems. Hat ein bisschen mehr Range, aber zu wenig, um dir wirklich gefährlich zu werden. Und niemals meine Ulti zu farmen. Wie gesagt, Long Range ist gut. Edgar und Fang werden gewinnen. Pam hat mich ganz ehrlich überrascht, aber ich glaube, das ist ein Gadget. Ja, gut. Was soll ich machen? Ich finde es sehr überraschend, dieser zweite Hit auch einfach immer instant fast trifft, ne? Ja. Das ist schneller als bei Barley. Ich muss ganz am Rand deiner Zone stehen, um überhaupt entkommen zu können. Oh, ja. Nächster Brawler ist Sam, jetzt ist nochmal sehr, sehr spannend.
Und was übrigens auch extrem interessant ist, die Angriffe sind nicht wie bei Barley, würde ich sagen. Also dieser zweite Angriff hittet so schnell, dass man fast gar nicht dodgen kann. Also es ist wirklich absolut krank. Hier, man sieht es auch hier. Die Schüsse treffen fast immer doppelt. Das heißt, es ist eher ein Dynamite auf Range nochmal. Müsst ihr euch überlegen, ne? Das ist absolut ganz krank. Hier switchen wieder. Oh, ja, toll. Was für eine geile Map. Das ist mir auch schon passiert. Nee, ja, okay. Ernst. Ach Gott. Schade. Weiter geht's mit Mandy. Mandy hat natürlich die höchste Range im Spiel, aber ansonsten... Vorbei? Du musst halt versuchen, eigentlich dich so ein bisschen in Bewegung zu halten, dass du diese Range natürlich nicht hinkriegen kannst. Das ist mein Plan. Ja, das meine ich halt. Diese Schüsse treffen instant doppelt. Das ist wie ein Dynamite auf Distanz, hä? Maisie ist der nächste Brawler. Komm. Bot. Das tut mir wirklich leid. Schau es dir an. Eieiei. Aber ansonsten... Es hat einfach 2-1. Ja. Nächster Brawler ist Hank. Hank ist, glaube ich, aktuell nicht so stark, ne? Also, ja, mal schauen. Besser als auch schon. Ich glaube, ich muss einfach wieder dich irgendwie erreichen. Halt, die normale Strategie gegen Thrower ist immer einfach mal zu rushen. Und dann gibt's halt Brawler wie Tick, die relativ gut damit klarkommen mit Aggression durch ihr Gadget. Und du hast einfach irgendwann deine Ulti. Und das ist die absolute Tank-Counter. Mechanik, die du haben kannst. Oh, Pearl ist interessant, oder? Wegen dem Gadget. Oh. Was hast du denn jetzt? Damit hast du nicht gerechnet, oder wie? Ja, doch, irgendwie schon. Ich hab's ja noch gesagt, aber ich dachte nicht, dass du direkt zünden würdest, ehrlich gesagt. Und nein. Du hast mehr Range als eine Pearl. Larry und Lowy gegen Larry und Lowy. Dieser Name, ey. Okay, was denkst du, wer gewinnt? Ich glaube, du bist top eingespielt. Ich habe den Brawler tatsächlich erst ein einziges Mal gespielt. Mal schauen, ob mir meine Erfahrung hier was hilft. Also wird eigentlich drauf ankommen, wer zuerst die Ulti einmal hat, ne? Wenn du die Ulti jetzt einmal gleich hast, wird es ganz, ganz eklig für mich natürlich. Jetzt. Ich glaube, ich bin ein bisschen dumm, da so weit in die Ecke zu gehen. Jetzt hast du die Ulti. Jetzt habe ich, glaube ich, ein fettes Problem. Oh. Ja, hast du gut gespielt. Let's go. Weiter geht's mit Mortis. Also ihr seht übrigens gerade nochmal, dass es wirklich nicht daran liegt, dass Sunny jetzt hier nicht mit dem Brawler umgehen kann oder sonst irgendwas. Das liegt wirklich nur daran. Zack. Nein, wieso kriegst du immer genau dann deine Ulti, wenn ich dich habe? Und ihr müsst überlegen, in 3 vs 3 ist das nochmal krasser. Der wird ja sowieso dauernd seine Ult haben, ne? Und dann hat er direkt wieder die nächste Ult. So, und es ist immer ganz krass, Leute. Ich spiele erstmal gegen Tara an der Stelle. Ihr müsst überlegen, der Brawler, auch wenn es dumm anhört, ist im 1 gegen 1 nochmal schlechter als im 3 gegen 3. Weil in 3 gegen 3 wird er sowieso auf Dauer immer wieder seine Ult haben und hat er doch direkt wieder die nächste Ult. Und dann ist er sowieso unsterblich. Müsst ihr euch überlegen. Das heißt, der ist noch mal krasser eigentlich, als wir ihn jetzt hier sehen. Ja. Nächstes Duell ist Jean. Und jetzt würde ich gerne mal eins wissen. Denkst du, Larry wird der stärkste Brawler aller Zeiten? Das ist eine harte Frage. Ja. Ember war sehr stark, als sie rausgekommen ist. Rosa und auch Charlie, die immer noch sehr stark ist, trotz der Nerfs. Ja. Ich glaube aber, es ist definitiv auch einer der interessantesten Brawler, die rauskommen, jetzt neu. Eine komplett neue Mechanik. Gutes Gadget von mir an der Stelle. Du bringst mich auch einfach immer zum Reden. Jetzt hätte ich dich wieder in einem Schuss, aber du healst mit deinem Bot. Es ist nicht möglich. Krank. Nächster Brawler ist Max. Okay, ich sage jetzt mal ehrlich meine Meinung. Ich glaube, er wird der stärkste Brawler aller Zeiten. Also das Ding ist, ich glaube bisher ist auf der 1 Range. Range. Rosa, aber die hat eine geringe Range gehabt. Das heißt, die hat zwar ihre Ulti gehabt, aber die musste ihre Ulti erstmal aufladen. Das Ding ist, die hat eine kranke Range und kann sich hinter Wänden verstecken, während er seine Ulti auflädt. Und gut, aber dann natürlich stärker ist, wenn er die Ulti hat als Rosa, kann man sich jetzt drüber streiten. Rosa hat ja wirklich fast gar nichts an Schaden kassiert, aber ich meine, schaut euch das halt wieder auch an. Ne? Und das ist nochmal schlechter. Wenn er eh erstmal in 3 vs 3 dann ist, dann ist er ja auf jeder Map auch stark. Mr. P als nächster Brawler. Ja? Ich habe wieder ein bisschen mehr Range jetzt. Das könnte schon klappen. Aber Mr. P kann man eh relativ leicht dodgen, ne, glaube ich. Man kann es hier einfach drauflaufen. Zack, zack. Danke nochmal für den Tipp mit dem Drauflaufen. Das hat echt geholfen, stimmt. Wieso gebe ich dir Tipps? Ja. Es geht weiter mit Sprout und... Was sagst du, Sprout? Ich liebe Sprout. Ja? Sprout hat genug Range, um mit dir klarzukommen. Aber du hast deutlich mehr Leben. Ich muss dich so viel häufiger hitten als du mich. Ich glaube, ich bin wieder 2, vielleicht 3 Shot mit Schild. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Lass mich sterben. Nächster Brawler ist Byron. Übrigens, bei den nächsten Battles werden wir uns bei sowas dann am besten abwechseln. Dass halt jeder einmal den OP-Brawler vielleicht abwechseln nehmen darf. Da sind wir leider zwischendrin drauf gekommen. Also deswegen... Oh, das ist die Ulti. Oh. Oh, das hat mich auch noch getroffen. Bin ich One-Shot. Aber die falsche Star-Power gespielt, sonst hättest du jetzt keine Ammo. Das ist natürlich dumm von mir. Oh mein Gott. Du wärst noch down gegangen. Ja, das stimmt eigentlich. Aber es ist halt wieder... Es ist so dumm.
Nächster Brawler ist Squeak. Oh nein, hast du es? Ist es Slow? Nee. Doch. Ich hab dich ernsthaft verkackt. Das ist so eine Blamage gewesen, diese Runde. Was sagst du dazu? Ich glaube, mein Gesicht sagt alles. Eieiei. Let's go. Nächster Brawler ist Lou. Du hast jetzt gelernt, ein bisschen aggressiver zu spielen, merkt man schon. Ja, ja, danke für den Tipp immer. Und Lou gewinnt, wenn ich meinen Hypercharge bekomme, aber das wird nie im Leben passieren, bevor du nicht deinen Lori hast. Komm, komm, komm. Zack, zack, zack. Also, ich habe es noch nicht mal optimal gespielt. Nochmal an die anderen Runden. Ich hätte aggressiver spielen müssen sogar, krass. Ruffs ist der nächste Brawler. Ja gut. Das ist eigentlich eher so ein Supporter, ne? Wahrscheinlich dann schwierig für dich, oder? Das lässt du mich wieder von oben nach unten spielen. Ah, ich komm. Ich geh rüber. Perfekt. So. Oh. Jetzt vielleicht. Nein. Nächster Brawler ist Buzz. Der hat natürlich sein Gadget und seine Ulti. Denkst du, das ist eine Chance? Vielleicht. Ist dann einfach nur rein. Jetzt hast du die Ulti aufgeladen. Jetzt natürlich mit dem Stun jetzt. Das ist echt ein bisschen. Das jetzt. Ist deine Ulti. Jetzt mach ich Druck. Jetzt wird's eklig für dich. Das ist die Frage. Ist da nicht einfach mal dein Bot? Ja, muss ich, glaube ich. Zack. Ist das lächerlich. Und das meine ich halt, in 3 vs. 3 werde ich immer die Ulti haben. Ich habe jetzt eigentlich jedes Mal nur verloren, weil ich die Ulti nicht hatte. Nächster Brawler ist Fang. Fang natürlich aktuell sehr stark. Wurde auch, glaube ich, schon leicht verschlechtert. Ich weiß nicht, ob die Balance-Änderungen schon drin sind. Ich darf dir halt auf gar keinen Fall die Ulti geben, vor allem. Nein. Oh, 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 hast du gut gemacht. Warte, warte, warte. Du hast mich gestunt. Du hast mich gestunt. Ich hätte den Bot gehabt. Krass, du hast es geschafft. Aber normalerweise, wenn ich die Ulti hätte, ist keine Chance mehr. Krass, gut gespielt. Ja, ich mache jetzt wieder eine Runde, in der ich aufs Wasser darf. Ich weiß nicht, ob du mich dann hitten kannst. Ich glaube schon. Ich sag ehrlich, die Runde auf dem Wasser hast du jetzt auch schon verdient nach dem Ganzen, oder? Ja, siehst du, du kannst mich hitten auf dem Wasser. Das macht cool, das überhaupt keinen Unterschied. Dachtest du, der läuft über Wasser? Ja, lol. Ich sollte mich auch mal fokussieren und nicht mit dir quatschen hier. Das ist insane. Nächster Brawler ist Jeanette. Aktuell nicht wirklich stark, oder? Glaube ich. Nicht mehr ganz so stark wie auch schon. Es wird eigentlich nicht klappen. Guck mal, mein Damage allein so ist. Guck mal, ich mach jetzt den Bot. Ich glaube, sonst hättest du mich sogar fast gehabt. War ein guter Troll. Nächster Brawler ist Otis. Auch ungewohnt. Das sind übrigens auch die ganzen mythischen Brawler, die wir gerade spielen. Also Otis inzwischen ja auch mythisch. So, jetzt aber. So, jetzt einfach schön so. Jetzt. Ich habe das Gadget schon wieder gemisst. Du kommst schon wieder. Ich bin ja grauen. Also diese Runde ist die längste auch überhaupt heute. Das kann nicht sein. Und bei ihm natürlich Jean, nicht. Jean auch. Nächster Brawler ist Buster. Ja, bin auch gespannt. Ich werde wieder deine Ulti feeden. Versuche nicht zu sehr, bevor ich dich erreiche. Wir müssen die Map nächstes Mal kleiner. Ach, Quatsch. Ich habe nicht mehr den Bot gebraucht. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht mehr den Bot gebraucht. Ray als nächster Brawler. Das Gadget ist gar nicht mal so schlecht, oder? Durch die Kakteen dann vielleicht eventuell. True. Ich habe auch wieder ein bisschen mehr Range, von daher kann das funktionieren, glaube ich, aber... Problem ist halt, dass deine Range, also dass deine Schüsse halt ziemlich dünn sind. Ich kann Wie schnell ist eigentlich dein Movement Speed mit Larry? Ja, jetzt rusht du mich einfach. Guter Tipp. Nächster Brawler ist AT. Und was wir auch noch festgestellt haben, die Bewegungsgeschwindigkeit von Larry ist übrigens auch noch schnell. Also klar, er muss ja alle Stärken haben. Das ist unfassbar. Also wie auch eine Shelly oder so, unglaublich schwierig, sich zu hitten mit einem Gray, mit allem, was so Single-Target-Hits hat, wie auch ein AT. Ich habe jetzt mein Gadget gedrückt, weil es sowieso gleich abgelaufen wäre. Ich hab verkackt. Das war schlecht. Long Range funktioniert, Fang und Edgar funktionieren, Pam hat funktioniert und Bibi. Bislang. Aber nur wenn ich keine Ulti hab. Dann ist eh vorbei. Guter Punkt. Auf geht's. Nächster Brawler ist Willow. Ich weiß gar nicht. Willow ist... Wie ist Willow so zu sehen? Von der Range her vergleichbar, glaube ich. Ja, ist halt auch schwierig, ne? Ich kann jetzt einfach wirklich drauf rushen wieder. Gut gedodged, aber bringt nichts. Was soll ich sagen? Ich mach halt auch Tick-Damage. Es hätte vielleicht später dich noch ein bisschen low bekommen, aber ja. Wenn ich tot bin, bin ich tot, ne? Der nächste Brawler ist Duck. Aktuell schlechtester Brawler im Spiel, oder? Sagen viele. Würde ich nicht sagen. In bestimmten Comps kann es schon funktionieren. Ja gut. Lori, lass mich. Ja. Ich glaube, Frank ist immer noch schlechter als Duck tatsächlich. Nächster Brawler ist Chuck, auf geht's. Das ist eine ehrliche Frage, also würdest du sagen, du hättest mehr rausholen können oder würdest du sagen, du bist sehr zufrieden, wie du so gewonnen hast? Also ich glaube, mit Edgar hätte ich ein bisschen besser noch spielen können, aber letzten Endes gewonnen ist gewonnen. Ich weiß aber nicht, ob ich generell mit einem gewissen Brawler noch mehr hätte rausholen können. Jetzt kann ich halt einfach dranbleiben. Zack. Ja, du healst dich einfach auch noch. Dein Gadget ist viel zu gut. Ja, das Gadget ist auch viel zu gut. Die haben alles gemacht.
viel zu starke Star Power, Gadget, Range, Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit und Ult-Aufladung. Ja. Alles zu viel. Denkst du, holst du das? Möglich. Oh, ich griff die Spinnen nicht. Das war jetzt aber mein Fehler. Das war extrem schlecht. Oh nein. Lass mich. Die Spinnen sind's. Krass. Ich habe die Spinnen auf ihre Weise echt nicht getroffen, aber trotzdem. Ja. Neuer Brawler Miko. Jetzt hier im Duell. Kid kommt übrigens auch noch zum Schluss. Stimmt. Da wird es auch noch interessant werden, wie die jetzt hier mal 1 gegen 1 abschneiden werden. Das 1 ist halt das für die Munitionsteile irgendwie. Oh, okay. Das war ein Auto-Aim. Oh je. Nie Auto-Aim drücken, Leute. Das, ja, ich mach's immer, manchmal auch aus Versehen. Oh! Du hast mich! Achso, mit Munitionsklau geht. Klar, ja, bevor ich die Ulti hab natürlich. Nächster Brawler ist Spike. Aber weißt du, wenn du die Hälfte dort stehst, lass es lieber. Weißt du, was ich meine? True. Dann versuch ich lieber komplett auszuweichen. Okay. Nice. Weiter geht's gegen Crow. Okay. Ja, aber eigentlich wird Crow jetzt auch nicht so witzig für dich werden, wahrscheinlich, oder? Ich meine, er hat wenig Leben. Slow bringt dir halt eigentlich auch nicht so viel, ne? Ich meine. Ja. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich gerade das Schild nehmen soll oder das hier, aber so kann ich zumindest meine Ulti ein bisschen chargen, dachte ich. Ja. Vor allem erstmal hier. Ich treffe dich immer wieder. Ich glaube, du hast mich. Wenn ich meine Ulti jetzt nicht krieg, war's das. Komm. Ich hab die Ulti. Nein. Oh mein Gott. Ich hab die Ulti. Du kriegst einfach die Ulti das zu schnell. Das ist es. Alter. Das ist unfassbar. Ich hab dich so oft gehittet. Ja. Das ist Wahnsinn, du kriegst die Ulti gar nicht. Wir spielen jetzt hier gegen Leon, auf geht's. Also, wenn er die Unsichtbarkeit hat, ist es halt interessant, aber ansonsten, ja. Ist ein Schatten? Ah, so, okay. Ich dachte gerade, hä? Okay, hab ich fast gedacht. Ah, ist doch ein bisschen sehr aggressiv gespielt. Nein! Ah, passt. Nein, der war so wichtig gewesen. Ich kann halt einfach reinlaufen. Ich kann einfach reinlaufen. Das ist es einfach. Wahnsinn. Gegen Leon. Gegen den Leon reinlaufen. Das ist nicht fair. Nächster Brawler ist Sandy. Da sehe ich irgendwie gar nicht, oder? Das ist ja wirklich gar keine Chance. Ich habe ja höhere Range, das ist kaum Schaden, oder? Was willst du machen? Wir haben denselben Movement Speed. Ich komme nicht mal an dich ran, selbst wenn ich einfach drauf lossprinte. Also gegen Piper und so habe ich es echt gemerkt. Schwieriger natürlich, eine Shelly, einen Crow, eine Max zu hitten, als normal schnelle Brawler. Und jetzt mit Sandy merke ich einfach, dass ich schon gar nicht an dich rankomme. Also was bringt mir hier alles, was ich habe, wenn dein Bot einfach auch noch Schaden tankt? Das ist heftig. Nächster Brawler ist Ember, weiterer Legendärer. Früher sehr stark, inzwischen okay, würde ich sagen. Okay, ich sehe schon, was du vorhast. Kannst mir schon irgendwie denken. Das Ding ist, ich weiß aber halt, dass du auf dieser Ölfläche sein willst, deswegen... Okay, schade. Machst du schon mal gut auf jeden Fall. Mit der Ulti kannst du eventuell sogar gewinnen, oder? Was denkst du? Du hast jetzt die Ulti, okay. Muss ich aufpassen. Das ist verrückt. Ja, du hast die weitere Range wie ich. Was soll ich machen? Aber soll das auch, hä? Wieso habe ich eine weitere Range als du als Werfer? Weiter geht's mit Mac. Du hast keine Chance, glaube ich. Aber ich habe genug HP, um an dich ranzukommen, aber dann kriegst du Ulti und dann bin ich tot. Ich glaube, man merkt es mir langsam ein bisschen an. Ich bin ein bisschen, Du hast dich sehr gut geschlagen. Nicht frustriert, aber halt, was soll ich denn schon machen? Du bist nicht frustriert. Also das ist immer eine Leistung, nachdem was alles passiert ist heute. Ich krieg nicht mal Ulti von deinem Bot. Ich muss dich hinten. Es ist... Wir kommen zum nächsten legendären Brawler, der gerade erst diese Seltenheit bekommen hat, und zwar Surge. Surge ohne Upgrade wird sehr spannend werden, oder? Was denkst du? Ähnlich wie 8-Bit kann ich ihn nicht dodgen, habe zu wenig Range. Und du bist langsam. Man merkt mir es auch ein bisschen an. Ich bin nicht frustriert, aber ich habe so ein bisschen aufgegeben. Ich glaube, ich gewinne das eh nicht. Du schaffst das, guck mal. Oh, okay. Ich habe dich einmal gehittet. Let's go. Mal hin. Weiter geht's mit Chester. Heal bitte. Ja, wow. Das ist halt das Ding an Chester. Ich krieg dann noch das falsche Gadget, wenn ich's brauche. Ja. Oh, nein. 7.500 Schaden hat der gerade kassiert, weil die Bombe alles getroffen hat. Nein, ich kann nicht mal wegrennen. Wegen deinem Fast Movement Speed. Oh, ich hab's erkackt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss dich jetzt mal rausnehmen hier. Jetzt hast du, glaube ich, keine Chance mehr. Ich glaube, das war's jetzt wirklich. Guck mal, jetzt switch ich. Das Problem ist, ich habe jedes Mal den Bot sterben lassen. Egal, war ganz schlecht gespielt. Cornelius ist der nächste Brawler und der ist auch aktuell ziemlich stark eigentlich, oder? Aber ja, was denkst du? Ich glaube, wenn ich meine Ulti bekomme, was schwierig wird, einfach wegen Range, dann könnte das was werden. Oh, ja. Kaktus. Richtiger Hit. Wenn ich meine Ulti habe, kannst du deine Ulti nämlich nicht benutzen. Stimmt. Es ist eh vorbei. Uiuiui. Es ist der allerletzte Brawler, und zwar Kid. Hat Kid jetzt hier nochmal eine Chance? Das ist die große Frage. Und an der Stelle kann ich euch auch schon mal festlegen, also
ich sage, dass der Brawler auch keine Schwäche hat. Ich sage, es wird der stärkste aller Zeiten und ich sehe halt auch wirklich keine wirkliche Schwäche. Wo bist du denn die ganze Zeit? Du bist in dem Busch oder so. Bist wieder unsichtbar. Geht halt auch interessant. Uff. Nice. Glück gehabt. Wieder unsichtbar. Ha. Wird natürlich interessant. Du hast mich! Du hast mich. Aber wie gesagt, ohne Ulti. Ohne Ulti ist es sogar machbar. Krass. Ey, hat mega Spaß gemacht, das Video. Ja. Ey, schaut bei Sani vorbei. Ich habe Twitter und Twitch von ihr verlinkt. Da heißt sie Sani Enough. Also schaut wirklich bei ihr vorbei. Das war jetzt wirklich sehr große Leidenszeit für sie hier bei dem Video. Deswegen danke, dass du mitgemacht hast. Danke, dass wir den Brawler so gut testen durften. Und lasst gerne ein Abo da für mehr Videos. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.